Mein Forschungsschwerpunkt sind die astrophysikalischen schwarzen Löcher. Fast jede Galaxie, auch unsere Milchstraße, hat ein schwarzes Loch im Zentrum, das 100.000 bis 10 Milliarden Mal so massiv ist wie unsere Sonne. Ein schwarzes Loch ist einfach ein Objekt, das unter der Schwerkraft total in sich einander kollabiert ist, auf einen Punkt eigentlich. Und die Schwerkraft um das schwarze Loch ist so stark, dass nur nicht mal Licht von dem schwarzen Loch mehr entfliehen kann. Da haben wir das schwarze Loch und dann haben wir eine heiße Akkretionsscheibe. Also da fließt die Materie wirklich in das schwarze Loch rein, die ist auch sehr heiß. Und dann gibt es eine Struktur weiter draußen, die nennen wir den Torus oder den Donut. Der denken wir, der sieht ungefähr so aus, aber vielleicht auch nicht. Wir haben eigentlich keine Ahnung. Manchmal, wenn das System wirklich funktioniert, gibt es natürlich relativistische Jets, die an den Polen von dem schwarzen Loch rauskommt. Und um das schwarze Loch in einem wirklich schweren Gravitationsfeld gibt es die sogenannten Broadline Clouds. Das sind also Wolken von Materie, die sich da ganz schnell um das schwarze Loch bewegen. Wenn man hier durchschaut, sieht man natürlich eigentlich fast nichts, weil dieser Torus blockiert fast alles. Und dann gibt es den sogenannten Öffnungswinkel von schwarzen Löchern. Also die sind ungefähr so. Und wenn man da jetzt hier reinschaut, dann sieht man natürlich direkt, wie die Materie reinfällt. Und wenn man hier schaut, sieht man so gut wie nichts. Da sieht man nur die Infrarotstrahlung, die von dem Licht hier absorbiert wurde und dann an längeren Wellenlängen wieder hier rauskommt. Und dann gibt es natürlich auch noch das heiße Gas, das sich auch hier bewegt. Das ist die heiße Korona. Und da kommen eigentlich die Röntgenstrahlen her, die wir mit Röntgenteleskopen im Weltraum sehen. Man könnte fast schon so weit gehen zu sagen, dass schwarze Löcher zentral sind in der Entstehung und Evolution von Galaxien. Wir wissen heute, es ist wie beim Huhn und bei dem Ei, wir wissen gar nicht, was zuerst da war, das schwarze Loch oder die Galaxie. Was genau innerhalb eines schwarzen Loches passiert, wissen wir natürlich nicht genau. Mit der Relativitätstheorie wissen wir, dass wenn man erstmal drin ist, fällt man am Schluss in diesen Punkt hinein und wird da zerstört. Nur ist natürlich die Singularität, also der Punkt, der eigentlich das schwarze Loch ist, da versagen eigentlich unsere Kenntnisse der Physik, die generelle Relativitätstheorie und die Quantenmechanik. Und wir wissen eigentlich nicht genau, was da wirklich im Zentrum passiert. Wenn man in ein schwarzes Loch reinfällt, dann hängt es davon ab, wie massiv das schwarze Loch ist. Wenn das schwarze Loch relativ klein ist, sagen wir ein paar Mal so schwer wie unsere Sonne, dann untergeht man einen Prozess, den wir in der technischen Sprache die Spaghettifizierung nennen. Das heißt, die Schwerkraft an den Füßen ist viel stärker als am Kopf und dann wird man auseinandergezogen, bis man am Ende wie eine Spaghetti aus einzelnen Atomen besteht. Und dann fällt man natürlich in den Horizont rein und kommt nie wieder raus. Es gibt wahrscheinlich einige schwarze Löcher in der Umgebung von unserem Sonnensystem, nur sind sie schwarz und wir können sie natürlich nicht sehen. Im Zentrum von unserer Milchstraße, also im Zentrum unserer Galaxie, ist auch ein schwarzes Loch und das ist 4 Millionen Mal so schwer wie unsere Sonne. Und da ist im Moment eine kleine Wolke unterwegs, die gerade fast in das schwarze Loch reinfällt und dann gerade wieder rausgeschleudert wird. Und jede Menge Teleskope schauen sich natürlich diesen Prozess fasziniert an. Thank you.